Am Donnerstag, den 17.11.2022 um 0.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bonn über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn zu einem Zusammenstoß zwischen einem ICE und einem PKW am Bahnübergang Ollenhauer Straße alarmiert. Ein Passant meldete zeitgleich bei der Polizei den Unfall und einen Mann, der auf der nahen Goldmann-Allee in Richtung Süden rannte. Die erst antreffenden Einsatzkräfte fanden an der Einsatzstelle einen völlig zerstörten Polo mitten auf dem Bahnübergang vor. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung hatte der in Richtung Köln fahrende ICE 3 den Kleinwagen bei geschlossener Schranke seitlich touchiert und völlig zerstört. Verletzte Personen konnten keine gefunden werden. Das Umfeld um die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und mit Werbebildkameras nach Personen abgesucht. Der Lokführer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch betreut, ein Transport war nicht erforderlich. Die ca. 80 Fahrgäste wurden während des ungeplanten Zwischenhalts vom Bahnpersonal betreut. Im weiteren Verlauf wurde der Zug evakuiert und die Reisenden mit Bussen an die Bahnhöfe in Bonn und Köln transportiert. Zur Unfallaufnahme wurden die Einsatzstelle durch die Löschernheit Holzler ausgeleuchtet. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Unklar ist bislang nach sofortigen Ermittlungen an der Haltereinschrift in Königswinter, wer den VW Polo dort abgestellt bzw. vorher geführt hat. Die Beamten bitten dabei um weitere Hinweise zu dem auf der nahen Goldmann-Allee beobachteten Mann, der in Richtung Süden rannte und von dem Zeugen wie folgt beschrieben wurde. Etwa 1,70 Meter groß, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke. Zeugen, die den Mann in der Nacht zu Donnerstag beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0228 150 oder per E-Mail unter vk2.bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.